Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge meines Let's Plays von Black Desert Online. Ja, in der letzten Folge hatte ich ja schon einen Höhlenkoller bekommen. Ich dachte, ich habe den falschen Ausgang genommen. Ich habe die Höhle allerdings wieder gefunden. Ja, wirklich viel habt ihr nicht verpasst. Ich habe quasi so den Grund der Höhle nochmal abgesucht. Es gab noch ein, zwei Gänge. Ja, beides allerdings Sackgassen. Also jetzt nicht wirklich spektakulär zu zeigen, natürlich total überlaufen mit diesen ekelhaften, riesigen Spinnenviechern. Und da dachte ich, wir machen einfach hier weiter mit unseren Quests. Ich habe mir vorher jetzt noch ein paar Quests von der Fördermühle abgeholt, allerdings waren wir in Glish ja noch nicht fertig. Da reiten wir jetzt auch gerade hin. Da haben wir ja auf jeden Fall noch unser Sumpfwasser zum Abgeben. Und irgendwas müssen wir da aufklären. Da müssen wir uns also mit den Dorfbewohnern noch unterhalten, die über irgendwas ausfragen. Aber da gucken wir gleich. So. Horses' eyes are so beautiful. They're like a woman's eyes. Take care of your horse as if it's your loved one. You can produce a lump of raw sugar by using 10 raw sugar and 1 mineral water. Ja, ja, ich weiß, wie man Zuckerwürfel macht. Hat er gerade versucht, mir zu erklären. Aber das haben wir ja schon. Wir haben ja schon unser Wildpferd getämmt. So, die wollte das Wasser. Oh, Verzeihung. War mir zu stürmisch. My husband is taking good care of this town. I have potions made by Fra Harao himself. Always carry potions with you. So, einfache Alchemie-Zutat Nummer 2. Okay. Oh, schön. Um ein klarflüssiges Reagenz herzustellen, müsst ihr die Unreinheiten aus dem Flusswasser heraussieben. Wenn ihr es einfach so benutzt, werdet ihr niemals erfolgreich sein. Okay. Flusswasser sieben. Können wir machen. Sieb das Flusswasser, um gesäubertes Flusswasser herzustellen. Also, sieben. Flusswasser. Herstellen. Ah, okay. Gut, abgeschlossen. Oh, es wurde der Titel Barde erworben. Na besser, ich versuche mich nicht als Barde. So, und nächste. Alchemie-Katalysator, klarflüssiges Reagenz. Wir scheinen fast fertig zu sein. Sollen wir beginnen? Jawohl. Was brauchen wir denn alles? Gebt Salz, Aurora-Kraut, gesäubertes Wasser und Wildgras auf den Alchemietisch und beginnt mit dem Vermischen. Sofern ihr keine falschen Zutaten hineingegeben habt, erhaltet ihr unmittelbar klarflüssiges Reagenz. Okay. Ich habe Alchemietische bei mir. Wie wäre es, wenn ihr zuerst einen Wohnsitz in dieser Stadt kauft? Och nö. Nee. Also wird mir immer gezwungen, überall Wohnungen zu kaufen. Muss ich wirklich? Gut, ich könnte natürlich jetzt auch nach Heidel gehen oder nach Velia. Das ist noch weiter. In Velia habe ich einen Alchemietisch. Ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt hier diesen Alchemietisch. Dann holen wir uns eine kleine Wohnung. Die kann man ja Gott sei Dank auch wieder verkaufen. Jetzt weiß ich bloß nicht, wo kann man sich denn hier einmieten? Ich suche ein Zimmerchen. Ich könnte ja über M gucken, gell? Aber ich dachte, ich finde so, die sind ja immer... Die Häuser und die Zimmer, die man da kaufen kann, die sind ja immer so markiert. Hier. Ne, ich will es nicht besuchen, ich will es kaufen. Das hängt jetzt bestimmt wieder mit irgendeinem anderen zusammen. Da ist doch dann immer so eine lila Markierung vorn dran. Hoppala, Verzeihung. Dann gucken wir so. Also. Wo können wir uns denn da einrichten? Das hängt zusammen. 3, 2, Raum 1, Nummer 1.
wir brauchen einen Wohnsitz. Kaufen. Ja. Okay. So. Den finden sollte man noch. Wo ist es? Da. Wo haben wir uns denn jetzt eingemietet? There's a nice vibe here. I really feel like I'm in Serenia. Oben vielleicht. Oh. Ah, hier. Raum 1, Nummer 1. So. Platziermodus. Dann schnappen wir uns da alchemistisch. Das ist bestimmt falsch rum. Ja. Was? Jetzt. Platziermodus verlassen. Können wir mal die Tür zumachen, da kann ja jeder reingucken. Oh, Fenster können wir ja auch öffnen. Ja, kleiner Balkon, kommen wir da raus? Nein. Das kann man auch öffnen. Huch. Jetzt habe ich den Alchemietisch wieder so blöd hingestellt. So, haben wir ein bisschen frische Luft rein. Also. Wir brauchen einmal Salz, einmal Aurora-Kraut, Wildgras und gesäubertes Wasser. Als. Ein Salz. Aurora-Kraut. Wildkraut. Und wo ist unser gesäubertes Wasser? Eins. Ja. Okay. Erstellen. Synthese läuft. Oh. Nur auf zu kichern. Konzentrier dich. Tada! Klar, flüssiges Reagenz. Abgeschlossen. Ich lasse es jetzt erstmal so. Gott weiß, was sie noch alles will. Da können wir die zwei Zimmer dazu kaufen, aber ich brauche hier in Glische eigentlich nichts. Jetzt sehe ich gerade mit dem Dorfbewohner, hätten wir uns unterhalten können. Kann man da irgendwas? Weiß der irgendwas? Geheimer Ort. 3 Energie nötig. Ach, ein Ruhm will der noch dazu. Kriegen wir einen Ruhm her. Hast du Ruhm? Ruhm. Geheimer Ort. Geheimer Ort ist immer gut. So, bitteschön. Was sagst du denn? Es war voll, hatte aber keinen Charakter. Wirklich schade. Ich wollte ein Glas Ruhm trinken, wisst ihr? Laut der Abenteurer, mit denen ich sprach, gibt es auf dem ganzen Kontinent verborgene Orte. Sie sind schwer zu finden, doch die Erkundung lohnt sich. Sollte euch besonders dichtes Gebüsch auffallen, ist es klug, das einmal genauer zu untersuchen. Okay. Ach, das war's schon. Ihr habt neues Wissen erhalten. Geheimer Ort. Gut, da können wir aber in Zukunft dran denken, wenn wir besonders dichtes Gebüsch finden. Wo war denn jetzt die Grundgute da ist? I have potions made by Frau Harau himself. Ausgezeichnet für den ersten Versuch. Gut gemacht, wirklich. Was hast du denn noch im Angebot? Fleischeintopf, Backfisch, Feldsuppe. Wir nehmen. Oh, ich habe ja schon so viel Bier. Wir nehmen den Fleischeintopf. Always carry potions with you. Nächste Quest. Katalysator für Wiederbelebungselixier verwenden. Okay. Und nun versuchen wir es mit dem Wiederbelebungselixier. Er lernt so schnell, dass es mich ganz glücklich macht. Das ist schön. Ich freue mich, wenn du dich freust. Was brauchen wir denn da? Klarflüssiges Reagenz, LP-Trank, Aurora-Kraut und gesäubertes Wasser. Ja, okay. Gut, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Was haben wir denn jetzt gerade hergestellt?
Was sind da für eine hübsche Riesentaube? Egal. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Quest. Haben wir denn noch alles? Also, Gott sei Dank kann man hier die Fenster alle verschieben. Drei Aurora-Grau, drei gesäuberte Wasser, ein klarflüssiges Reagenz, zwei LP-Trank klein. Und die hat mir nichts. Ah doch, die hat mir was mit. Aurora-Kraut haben wir auch noch. Gesäubertes Wasser. Und klarflüssige Reagenz. Ich glaube, wir haben sowieso alles. Das Gute ist hier, wenn man hier was herstellen muss für einen NPC, die NPCs nehmen einem das eigentlich nicht ab. Also man darf das behalten. So, jetzt muss ich mir aber die Quest dazu aufmachen. Da. Halt! Ich brauche beides. So, also. Einmal klarflüssiges Reagenz. Da. Eins. Da. Zweimal LP-Trank klein. Alle. Null. Drei Aurora-Kraut. Wo sind wir denn das? Drei. Null. Und dreimal gesäubertes Wasser. Drei. Ja. Erstellen. Mhm. Hört sich gut an, wenn es nur macht. Auch geschafft. Was? Verblichenes Metallfragment. Was haben wir da jetzt hergestellt? Ich bin verwirrt. Vielleicht ein Nebenprodukt von der Alchemie. Auf jeden Fall haben wir unser Wiederbelebungselixier. So, bitteschön. Ich hab's geschafft. Gut gemacht. Ich denke, ihr seid sogar besser als ich. Oh ja, das würde ich jetzt nicht behaupten. Apparently there's a secret cave beneath the ground near our town. Feines, reines Pulverreagenz. Meint ihr nicht, dass etwas fehlt? Wie wäre es dieses Mal mit dem Energieelixier? Anders als das Wiederbelebungselixier erfordert das Energieelixier einen Pulverkatalysator anstelle eines flüssigen. Und ich soll den jetzt herstellen, gell? Was kriege ich denn da? Fuchsblut. You'll find mushrooms in moist marshlands. Be sure to bring a hoe. So, was wollen Sie fürs Pulverreagenz? Eine Silberazalee, ein Wildgras. Ein gesäubertes Wasser. Einmal Zucker. Okay, also das wird jetzt langsam sehr umfangreich. Ich würde sagen, wir gucken auch mal nach der anderen Quest, dass wir die nicht vergessen. Und zwar... Ich meine, die hat es mir hier sowieso noch angezeigt. Ja, genau. Da. Jetzt kann man das natürlich... Das ist immer ein bisschen doof. Wieso ist denn das so riesig? Ich will da näher dran. Also hier sollen wir uns mit einem unterhalten. Wieso blinkt der so? Was ist mit dem? Müssen wir den jetzt zum Stolpern bringen? Irgendwas war da. Hallo? Hehe! Ja, genau. Bringt einen entlaufenden Trunkenbold zum Stolpern. Ich wusste, dass da nur irgendwas war. Es ist ja immer sehr verdächtig, wenn so NPCs rumlaufen und vor allem war der so... Hat ja so blau geleuchtet. So, wo ist jetzt der gute Mann mit dem... Da. Oh, die gute Frau, Verzeihung. Ja, die sieht auch sehr hübsch aus mit dem Kostüm. Do you want to try them on? Südlicher Naga-Sumpf. I'm thinking of making a Naga cape. Ja, ja, mach ein Naga-Kelb. Ich kaufe mir vielleicht auch eins. Oder zwei. Ich glaube, ich werde mir zwei kaufen. If you expected a warm welcome,
Sorry to disappoint you. Oder weiß der Alchemie. Oh, kleines Video, wie schön. Dreh heraus, Rad. In order to resurrect Belmorn, the Monarch of Darkness, they'll need a specific kind of soul to use as a host. One of sublime purity. Hmm? Doesn't that mean me? What terrible news! But who might be a suitable host? The Grand Chamberlain of Hydal. He's known to be a man of great distinction. You mean Jordain? He visited us here once before. He hates Calpheon with an unfeigned and pure fury. Such fury would make him a worthy choice for the Monarch of Darkness. Oh, this is really bad. I'll go tell Eden. Okay, ihr habt neues Wissen erhalten. Freyraus Rat. Freyraus. Ich hab schon wieder Freyraus gesagt, gell? Hi there. If you want to relieve your thirst in Glish, just ask for Arar. Ich glaube, von einem Samenhändler brauchen wir jetzt gerade eher nichts. Auf jeden Fall müssen wir mit dem immer noch quatschen. Alistair told me about it. Wann sagt er uns denn das? Also entweder habe ich zu wenig Wissen oder zu wenig Freundschaft. Oder sollen wir mit Paulchen da oben reden? Paulchen, erzähl mir was. Nein, Schei. Der heißt Schei. Ach, Paulchen. Ich bin auch ein Held, oder? Das war die Namenseinblendung von meinem Hund. Ich denke mir noch. So ein netter Name. Wir probieren das jetzt einfach mit dem Gespräch aus. Mal gucken, was dabei rauskommt. So. Was haben wir denn? Maximale Gunst von 45. Das werde ich vielleicht eher nicht hinkriegen. Also ich gucke halt jetzt immer, dass die... Da steht ja selber immer so ein kleiner Tipp dabei. Also als Bedingung, wir sollen maximal Gunst von mindestens 45 bei Freharau erreichen. Ja, Kombos. Also Kombos kenne ich mich da selber nur nicht aus. Vorteilhaftes Wissen, da fehlt uns, denke ich, nur einiges. Jetzt gucken wir einfach mal, ob wir da ein gescheites Gespräch zustande bringen. Interessen Stufe 2. Die 3 haben wir. Ja gut, wir haben sowieso bloß die. Versuchen es. Also jetzt gehen wir praktisch die Gesprächsthemen durch. Okay. 5-mal Interesse geweckt, keine Freundschaft verdient. Ja, ich habe die Gunststufe nicht geschafft. Ungezwungen sprechen. Dann machen wir es einfach wie gerade eben. Nee, die nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Die 8 Freundschaften nehmen wir mit. Ich glaube zwar nicht, dass es was bringt, aber... Da brauchen wir wie viel? 50 Freundschaft. Wie viel haben wir denn? 12. Ach je. Einmal Interesse erwecken. Hier. 10 Freundschaft. Haben wir schon 22. Aber ich wage echt zu bezweifeln, dass das was bringt, also dass das Sinn der Sache ist. Der Obla. Think of me. Please don't hate the Nagas. Entdeckt die Biragi. Okay, die ist aktiv.
Also mit der müssen wir auch nicht quatschen. Eine fehlt aber noch. Ne, zwei sogar. Das finde ich zeigt so ein bisschen doof an. Ich kann das. Ich kann die da so schlecht anwählen. Oder höchstens mal hinlaufen, wo mir angezeigt wird. Inner. Ah, okay, über die Ruinen von Glish. Der weiß nichts, der vielleicht? Ich erzähle mir was von einem Schwarzkristallbeutel, aber auf jeden Fall Wissen dazu bekommen. Genau, Donner, der vergessene Name, ist aktiv. Und jetzt fehlt uns noch ein NPC zum Quatschen, glaube ich. Oder zwei sogar. Nee, der Samenverkäufer wusste vorher schon nichts. Hey! Look what the cat dragged in. Nein, alles Quest, Mama, keine. Welcome to Glish. All the more welcome if you want a supply. Vielleicht weiß die was. Nein. Die weiß auch nichts. Sind die irgendwas? Was? Ja, erzählen wir was über Jordin. Vielleicht im Wirtshaus, da sind immer viele Leute, die was wissen. Suche nach Arbeit. Naja, also eigentlich bin ich ja sehr ausgelastet, gell? Der weiß auch nichts. Die wissen auch nichts. Jetzt gucken wir nochmal in die Quests rein. So. Irgendwie liest sich der Name wie Lionel Richie. Lionel Richie. Also, auf jeden Fall vermutet er, dass die Dorfbewohner schlechte Erinnerungen mit diesem ominösen Donut verbinden. Fragt einige der Dorfbewohner aus und versucht, etwas in Erfahrung zu bringen. So. Wir sollen uns über die Ruinen von Glish erkundigen und über diesen Donut erkundigen. Jetzt bin ich mir natürlich nicht sicher, mit wem wir alles darüber quatschen sollen. Oh, hier können wir einen Kerl ballen. Also, Ausrüstung. Ja. Okay. Ah, ich bin ja schon wieder weg. Geheimer Ermittler. Der kommt jetzt auch nichts, das ist schon hoch. Ich glaube, Straßenhändler wird wohl kaum was wissen, das Pferd auch eher nicht. Die wusste ja vorher schon nichts. Der Lagerverwalter weiß auch nichts. Vielleicht. Oh, der könnte unser Stallwart. Ne, beim Stallwart haben wir ja Quest laufen, gell? They're like a woman's eyes. Nein. Oha. Hat jemand seinen Pony da oben drauf abgestellt? Dann laufen wir da jetzt einfach mal weiter. Vielleicht weiß der Talentlehrer irgendwas? Nice to meet you. As long as I'm here, the village is safe. Es ist gar nicht mehr so einfach, die richtigen Leute da zu finden. Der vielleicht? Nein. Bei der waren wir schon. I
Bewohner. Ah, über Donald. Okay. Questziel erreicht. So, was sagt jetzt die Quest? Abgeschlossen. Ach, Jungs, Kinder. Bin mir gespannt, wie die weitergeht. If you expected a warm welcome, sorry to disappoint you. Alistair told me. Und da kriegen wir schon die Quest. Das Geheimnis im unterirdischen Lager. Okay. The things we went through will come to light someday. Entschuldigung. Ich hemple immer die Leute an. So. Leana hat euch anvertraut, dass es ein geheimes Lager unter dem Dorf gibt, das derzeit Ermittler und Soldaten aus Heidel untersuchen. Caesar soll euch weiterhelfen können. Caesar? Caesar? Caesar, würde ich sagen. Dann gehen wir mal zum Caesar. Hallo. It's dreary here, right? Ja, ich wurde geschickt. Kind of ich will das Lager sehen. Ja. There are two gems in this village. For Harald Ermittler and von Heidel. Was gibt's denn zu ermitteln? Should check out the potions my wife sells. Oh, außerhalb. Verzeihung. Na. Oh. Gleich, der macht doch nicht immer so Geräusche. Wo hat's mich denn jetzt hingeschickt? Das kann ja so nicht richtig sein. Ermittler von Heidel. Das war natürlich jetzt auch super, gell? Das war die Tür hinter ihm. Gut, warum auch nicht? Wo ist es, wo ist es, wo ist es? Wo ist der Ermittler von Heidel? Komisch, dass manche da drüber gar nicht anzeigt. Laufen wir nochmal hin. Okay, das markiert so ein bisschen seltsam. Also gehen wir jetzt wieder zu dem... zu dem Wachmann. Da. Und da gehen wir jetzt runter. Hogan Versuchskaninchen. Also ich war hier schon mal unten. Das war ein Tipp von meinem Mentor. Der hat da ein kleines bisschen gespoilert, aber nicht schlimm. Weil ich wusste überhaupt nicht, um was es hier geht. Aber jetzt habe ich den Queststrang gefunden, der mich hier runterschickt. Ich weiß bloß, dass hier überall so Vogern, Leichen rumliegen, mit denen irgendwelche komischen Versuche gemacht werden oder wurden. Also das hier sieht auch ein bisschen sehr gruselig aus, so Frankenstein-mäßig. Und nochmal ein Filmchen. I think it has something to do with the Glesh Ruins incident. I don't know what Donat was after. He must have had a reason for bringing ruin to the entire village. What's clear is this has nothing to do with alchemy. There must be some clues left in his wake. My deputies have already searched here. The device was broken before we came. But didn't you say you were good at these things? Now would be the perfect time to show off your talent, you know. Wait a second. What? What the hell? Did you see it too? I knew there'd be a clue. This looks like some kind of record. Damn frogs, you'll regret the day you were born. Oh, was ist das? I think it has something to do with the Glesh ruins. Braves Dings.
I've made a record of everything suspicious. Now I have to investigate. Eden said there was das a war interessant. Here. It was true. Morasterproben. Ja, die Proben können wir besorgen. Die Erforschung von Lisch. This place is filled with a strange energy. Perhaps it is the vestige. Das verspricht dir noch interessant zu werden. Es geht ja auf jeden Fall weiter. Damn frogs. You'll regret the day you were born. Da bin ich gespannt, was dabei rauskommt. I think it has something to do okay. with the Glesh ruins ja. incident. Da werde ich die Spannung jetzt einfach mal ein bisschen hochhalten und hier nicht weitermachen. Das seht ihr nämlich dann in der nächsten Folge. Für diese Folge komme ich zum Ende. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und sage tschüss.